Dieses Video ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz und wir versuchen wieder die Evil Within. Ja, wir sitzen immer noch in der Falle drin, damit habe ich euch ja nur zwei Folgen genervt. Was wäre jetzt mit der dritten? Ich werde das Spiel ein bisschen brechen. Ich nehme es auf. Ja. Wer das einsammeln, wäre ich natürlich jetzt nur noch einmal filmen und dann wäre ich immer die Kämpfe filmen. Mal gucken, auf wie viel wir schaffen. Ja, ich werde es also machen bis zum Erbrechen. Und ich werde also auch nicht viel kommentieren dann dazu, wenn man dann immer in diesem Kampfgetümmel ist, weil es muss ja einfach mal, ich weiß auch nicht, wie ich das hinkriege, keine Ahnung. Ich wollte schon öfter geben, ja, weil ich gesagt habe, Nase voll, aber andere schaffen es ja auch. Also das muss ja irgendwie, ich lenke immer einen falschen Moment, bis ich mal hier realisiere, dass ich vielleicht doch mal wegrennen sollte erstmal, um dann wieder neu zielen zu können. Und ach, ich weiß irgendwie. Keine Ahnung, ich habe hier mal, wir können ja mal eine Strichliste, damit ich dann weiß, wie viel mal. Bim, bim, bim. Ah, jetzt machen wir das erste Mal. Können wir schon mal einen Strich machen. So, ich habe Kaffee gekocht, damit sich das so richtig dann... Ne? Ah, und so richtig auf Brassis. Also, ich hatte schon überlegt, das ohne den Bild zu machen, hier ohne Mai. Keine Ahnung. Dicke Gegner haben mehr Gesundheit. Ne? Das habe ich ja gemerkt. Ich weiß es nicht, wie viele Versuche ich brauche. Stunden später. Stunden später. Ja. Wie gesagt, wenn dann in den Kampf ist, werde ich dann auch nicht mehr kommentieren, weil man muss sich ja mal drauf konzentrieren. Nicht? So, wir machen wie immer das Übliche. Weil so immer komisch, immer wenn es nicht drauf ankommt, funktioniert der ganze Quark. Und immer wenn man dann im Kampfgetümmel ist, dann... Ich weiß ja nicht. Dann funktioniert der ganze Quark alles nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Ahnung. So. Aber das, ich meine. So, jetzt nehmen wir wieder Granate. Ja, das haben wir nicht schon so viel mal. So, jetzt geht das hier wunderbar. So, nun weiß ich eben nicht, lass man die fallen, lass man sie nie, rennen wir dann dagegen. Aber wir brauchen auch die Teile. Brauchen auch die Teile, also die andere tue ich definitiv jetzt nicht. Teile. So, dann haben wir ja festgestellt, können wir auch hier runter, das geht auch. So, jetzt geht das. Und wenn ich dann aber ein Hektik bin, dann geht das wahrscheinlich alles wieder nicht. So, dreimal drücken. Die brennen wir aber an, vorsichtshalber, das mache ich nicht nochmal. So. Nicht, dass die wir dann auch noch haben, also... Das will ich ja dann auch nicht, dass wir die dann auch noch machen. So, kriegt man jetzt was? Nee, also je öfter man das macht, desto mehr kriegt man. Wie viele Clipper haben wir denn eigentlich? 6500, wir kriegen keinen Clipper mehr. Wir hoffen ja, dass wir die dann mal tot sind, ne? Dass die dann... Ich weiß nicht, ob ich mir die letzte Spritze dann setze, damit man von vornherein schon ein bisschen mehr Leben hat. Ich habe keine Ahnung mehr. So. Jetzt haben wir gesagt, müssen wir hier hinschleichen. Ja, sehr, da geht schon wieder los. Den fackeln wir ab. Vielleicht gibt es jetzt doch hier was. Wir warten mal. Wir haben ja nur so viel Zeit, muss ja nur auch noch sein. Also.
So viel Zeit muss er nun auch noch sein. Nee, hier kriegt man nichts. Hier kriegt nichts. Da drehen wir uns mal um. Na komm, hab ich nicht so. Mit dem kannst du hier hochklettern hier. Das geht nicht. Jetzt. Anbrennen. Nicht, dass die dann alle wieder auferstehen auf wundersame Weise. Haben wir ja dann noch zwei Gegner mehr. Das reichen ja die schon, die wir haben. Der hat auch nichts zu bieten. Ach, ist furchtbar mit den Leuten. Mit den Friseuren ist immer furchtbar. So. Die Ducken haben wir dann. Ah ja. Schlüssel. So, weiter geht's. Wenn das doch dann alles so gut klappen würde. Oh, jetzt kriegen wir wieder Clipper. Hier ist mal wieder Clipper drin, du Menschenskinder. So, jetzt holen wir uns noch den Granatpfeil. Den Elektrobums und dann oh, hat man ja schon wieder alles. Ja, wir haben es eilig. So, die Sprengfalle weiß ich nie, weil. Ja, so. Jetzt machen wir. Herstellen. Und herstellen? Alle. Nee. Ja, wollte ich doch. Können wir nie? Und können wir nie. Ist voll und haben wir nie. Haben wir nie. So. Tja, behalten wir uns den Sprengpfeil erst einmal. Tun dort noch eine Sprengung hinlegen. Ich weiß es nicht. Bevor wir an die Türe gehen, noch eine Sprengladung platzieren. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen soll. Keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, jetzt nehmen wir uns das Ding. So, da haben wir ja schon mal mehr. Ja, dann waren sie alle, oder? Ja, jetzt haben wir keine mehr. Jetzt ist ja egal, wir sterben ja sowieso. Ah. Wir sterben ja sowieso. So, jetzt weiß ich schon, die platzieren wir noch. Wo kommen die alle raus? Ja, ja. Wo kommen die alle raus? Die klettern da hier übers Geländer. Wenn wir hier spaßeshalber mal, weil was wollen wir denn machen? Was denn, brauchen wir hier einen Bogen? Haben wir jetzt einen Sprengpfeil? Ne, das ist der Elektro. Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Elektro? Wieso haben wir null? Ach, wir haben einen anderen gefunden. Hä? Ich kapiere das jetzt nicht. Was denn jetzt wieder? Oh Leute, langsam ist das. So, benötigt zwei Teile. Die Vorhandswoche voll, wir haben da noch keinen verschossen oder haben wir etwa ihn verschossen? Nee! Mensch! So, da haben wir die Explosivbolzen. Ach, das sind die Explosivbolzen. Und da haben wir hier auch einen Schockbolzen. Den haben wir doch. Also explosiv. Ach so, oben ist immer was wir kennen, noch in Reserve. Also wenn wir noch mehr haben. Jetzt habe ich es verstanden. Aber warum hier von den anderen? Da hieß es doch vor uns, es wäre voll. Magazin. Jetzt haben wir eins im Magazin noch. Jetzt haben wir eben. Ich kapiere es nicht mehr. Ist mir egal. So. Jetzt tun wir vielleicht. Nee, warte mal. Haben wir, jetzt haben wir einen Explosiv. Nee. Das ist jetzt der Explosionsbolzen. Ich weiß gar nicht, wo die dann rauskamen. Naja, wir machen mal einen hin. So. So.
So, dann nehmen wir das Gewehr. Ist nachgeladen. So, ne, jetzt geht's los. Jetzt können wir wieder Das war schon mal gut. So, jetzt rennen wir mal weiter. Ach nee, können wir noch nicht. Doch, weiteren. So. Gucken wir mal. Drehen uns mal rum. Wo sind die alle? Ja, wo sind die alle? Hier. Warte mal. Können wir nicht rein? Ah, bis auf einen, das war ganz gut. Scheiße. Ne, ich wollte einen Explosionsbolzen. Wo ist denn der andere jetzt hin? Einen haben wir noch, oder? Einen haben wir noch. Wo ist denn der eine? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ach, was ist denn das? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der denn? Hä? Dort. Da haben wir jetzt den Explosionsbolzen. So, bloß, wir haben es jetzt wieder nicht geschafft. Oh, wegen einem, das gibt's doch nie. Na, oh, da kommen die wieder von hinten angeschissen. Wieso denn die?
Ah, ich dachte, ich kann hier die Falle auslösen, Mensch. Überschleichen hielt's noch um. Ja, schon wieder. Oh, da geht mir auf die Nüsse. Nee, nee, komm. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Der nervt. Der alte nervt. Der nervt. Gleich mit weg, ja? Ne, komm, lauf! Oh, du sollst da weiterlaufen, das die Idioten. Oh, na klar. Ach, komm. Menschenskinder. Ich krieg das nicht hin. Zu weit. Steh auf. Dann lauf, Sebastian, lauf. Lauf, Sebastian, lauf. Ach, wenn ich ziele, kann ich immer nicht schnell laufen. Nee, laufen! Bücken! Die lösen die Fallen noch nicht aus. Das ist jetzt schlecht. Das ist ja jetzt schlecht. Ich dachte, die lösen die Fallen aus. So, wo haben wir denn nur noch? Einen haben wir doch noch, oder? Ich dachte, die lösen die Fallen aus. Kommen die hier nicht mehr rein?
Keine Ahnung, was machen wir denn? Tja, was machen wir jetzt? Hupen wir jetzt runter? Kommt eh noch. Wie viel sind es denn überhaupt noch? Sieht man das? Mensch, was machen wir jetzt? Hier war's ideal und kommt keiner rein. Ich hab keinen Plan mehr, wo sie sind. Weil wie viel es noch sind, hab ich schon auch keinen Plan mehr. Wie viel haben wir denn verbrannt? Wie gesagt, wenn wir jetzt hier runter gehen, war es das wieder. Wettisch. Noch einer. Na, wo denn noch?
Wo soll denn der noch sein? Komm ich jetzt nicht ganz mit. Ach, da hinten. Jetzt hab ich schon gesehen. So, bloß, wir haben es geschafft. Wir haben es. Ich habe es geschafft, Leute. So, jetzt sammeln wir alles ein. Oh, ich habe es geschafft. Es ist nicht zu fassen. Nach einer Dreiviertelstunde. Und vier Anläufen. Nach einer Dreiviertelstunde. So, hier liegt auch noch Glibber. So, wo haben wir denn jetzt noch was rumliegen? Hier hinten? Oh, hier liegt er noch. Glibber. Patronenmuni. Nach einer Dreiviertelstunde und noch was weiß ich wie viel Anläufen hab ich's endlich hinbekommen. So, lag jetzt hier noch was. Muss man bloß aufpassen, nicht, dass wir im letzten Moment wieder hübs gehen hier. Ne, die hatte nichts herumliegen. Hier jetzt noch was. Müssen wir mal hier unten gucken. Müssen bloß aufpassen, da haben wir noch eine Falle. Ich würde sagen, wir gehen vorsichtig durch die Tür. Vielleicht haben wir ja dann einen Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Oh, meine Lieben, das war erfrischend hier. Also wir lassen das jetzt hier auch nicht. Oh, ich habe es geschafft. Ich habe es hinbekommen, habe ich. Und ich habe es hoffentlich schon aufgenommen, ja. Meine Lieben, oh, man freut sich wirklich, wenn man es geschafft hat. Noch wie viel Anläufen. Na, wie viel Anläufen haben wir das jetzt geschafft? Wir sind der Falle entkommen. Ah, meine Lieben, ich hoffe, es hat trotz allem Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, für mich ist das so ein Spiel. Wirklich, wie ist so schön Neuland. Ja, also es, man muss wirklich mit der Steuerung und sehen und dass man klarkommt. Und nicht nur das, so die Taktik, wann man wegrennt, wann man nicht wegrennt, wann, das ist alles, das muss hier nein. Und wie gesagt, mit Narben im Hirn ist es ja vielleicht doppelt so schwer wie für einen Gesunden.
aber ich habe es alleine hingekriegt und da freue ich mich jetzt so richtig drauf. Meine Lieben. Oh, entschuldigt für manchen Wutausbruch vielleicht. Und den anderen Folgen nochmal. Ja, da wollen wir mal sehen, wie es weitergeht, was wir da wieder alles machen müssen. Meine Lieben, da danke ich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, freue mich über Däumchen hoch, nette, konstruktive Kommentare, den ein oder anderen Abonnenten und wie dämlich ich mich weiter anstelle, dann macht die Glocke an, wenn ihr das sehen wollt. Meine Lieben, dann sage ich wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.